Dass man da sieht, das hier oben, das ist der Zwingler. Und dort oben, das sind die Geissen. 250 Geissen werden bei der Altmalschule im Mittelsäß vom Verein Ziegenfreunde gehalten. Gehört uns eigentlich der Ortsgemeinde Bux, aber territorial gehört das Gebiet Malschule der Säfler. Ja, und eben der Verein Ziegenfreunde, der ist im Mittelsäß tätig. Und im Obersäß, ja, das sind dann eben die mit den Rindern, die Familie Kuhn, die das von der Ortsgemeinde pachtet hat. Wir sind unterwegs gewesen vom Obersäßen auf Vierufen und hier beim Zwingler haben wir die Geissen beobachtet. Schon imposant, wie die klettern. Ich gehe davon aus, dass ihr vom Mittelsäß und Zwinglerufen jeden Tag etwa 500 Höhenmeter macht. Natürlich imposant, dass Geissen das so schaffen, aber natürlich auch imposant, die Hirten, die hier immer mit unterwegs sind mit dem Hund. Der konnte jetzt hier irgendwie so von weit weg nicht ausmachen. Ja, wir haben ja zügig dann eben im Zmittag mal vier oben sein. Ja, also gerade so klettern wie Geissen, das haben wir dann bei Gott nicht können. Aber es ist ein wunderschöner Weg dort, vom Malschühl, Mittelsäß, Obersäß. Und überall gibt es etwas zu beobachten. Ein Haufen schöne Blumen, nicht nur Enzian, natürlich auch ganz andere. Immer wieder der Blick nach oben, nach Bux und überall schwänzelt und klingelt es. Es ist wirklich ganz speziell. Und dann, vom Obersäß, nach etwa 40 Minuten, ist man dann beim Barbieler Grat. Ja. Und dann schaut man nochmal schneller rundum am Barbieler Grat, weil, wenn man schon mehr von mal vier ist von dieser Seite, dann weiss man muss es dort richtig Fähnchen dort noch rauf zum Mal 4. Der Fahne, der winkt und der schwenkt und man hat dann das Gefühl, man ist jetzt gerade oben. Aber nein, nochmal ein Kürfli, nochmal ein Kürfli, nochmal eins rundum. Ich weiss, es sind 50 oder 100 Kürfli und dann endlich dann ist man eigentlich oben. Also, geschafft am Mal 4. Dann natürlich von oben runter die Sicht auf den Wallensee, eine unglaublich wunderschöne Weitsicht. Schöfe jetzt oben gehabt. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind, ob das auch da irgendwie verpachtet war. Ist dort einmal vier oben. Ja, auf jeden Fall die Weitsicht, die muss man einfach geniessen. Ja, das Wetter ist ein kleines bisschen, sagen wir mal, wolkig gewesen. Ein Bodensee hat man nicht gesehen, aber ein Sentis da hat man gesehen und natürlich hat es gerapselt. Ich dachte, hallo, das ist der Sentis, irgendwo unten dran muss der Magel Kopf sein. Und aus der Hand mit der Kamera habe ich probiert, runterzupfunzeln und habe dann, ja, ich glaube, das ist jetzt der Magel Kopf da, so ein bisschen frutscht. Ja, aber da sieht man, das ist jetzt gerade und dann rechts in der Mitte der Aufstieg zum Marklkopf, ja. Also die Rundsicht bei Mal 4 ist wirklich phänomenal. Dann sind wir in die Hütte eingegangen, natürlich super Bewirtung an dem frischen Aprikosenkuchen, Aprikosenweihe. Ja, hat er da verschnitten. Also unglaublich, da kann man übrigens auch übernachten oben. Ungefähr etwa 16 Plätze es mit Corona. Ja, wie gesagt, Gerstensuppe. Und da seht ihr es, von Palfreis unterrufen sind sie gekommen. Da läuft dann gerade Steg, ein Chemi durchauf. Da kann man natürlich auch, Palfreis weg ist man ein bisschen schneller oben. Allerdings ist es ziemlich steil dort, hat aber dann eben noch Stege, wirklich sehr imposant. Ja, also der Alphier, da jetzt gab es Gauschle, der Alphier ist immer ein Reiswert, nach oben dran natürlich wieder ganz, ganz eine üppige Fauna. Ja, dann sind wir dann wieder runtergegangen. Es war übrigens ein Bärli unterwegs, ein Mann mit einer blinden Frau. Unglaublich, wie die das geschafft haben oben. Also es ist unglaublich, wie die dort aufgegangen sind. Also Bewunderung für die Frau. Ich habe manchmal bei meiner Stolperin das Gefühl gehabt, die hätte fast mehr gesehen als sie. Also wirklich ganz extrem. Wir sind dann runtergegangen, haben uns da runtergetastet. Also ja, wie gesagt, man kann schnell runter. Man hat nicht lange. Man hat etwa 35 Minuten vom Mal 4 zum Barbieler Grat. Aber es empfiehlt sich aber bei diesen Steinen, dass man vielleicht nicht stolpert. Man weiss, ja, gerade beim Abgehen, wenn man auch ein bisschen älter ist, wie ich, muss man einfach aufpassen, wenn man meint, man sei noch gut zu Fuß. Ein Blick zurück zum Fähnchen, schon wieder ein kleines bisschen weiter weg, ein besseres Gefühl, wenn man runtergeht. Wenn man raufgeht, hat man wirklich das Gefühl, oh, der Fahne flattert immer und ist immer weiter weg. Da hat das Gefühl, man hat fast ein bisschen Eis unten dran, auf jeden Fall der Schnee liegt überall. Es ist manchmal ganz eigenartig, wo der überhaupt liegt. Ja. Und dann sind wir eine längere weiter runtergekommen. Sind dann zum Barbieler Grat hergekommen, sind dann wieder hinterher gelaufen zum Obersäß und haben dort auf dem Weg nochmal einen Blick zurückgewagt da zum Alphier, zum kleinen Alphier, zum krummen Stein. Da sieht man es zwar nicht mehr genau, aber natürlich die wunderschöne Fauna, die Flora, das hat mich natürlich immer fasziniert. Wirklich ganz extrem, da darf man nicht dran vorbeilaufen. Es hat so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Ja, ein Sträusli machen, ich denke mir immer, ach, lassen wir doch die Pflanzen dort, machen wir gescheiter kein Sträusli. Lieber ein bisschen nachschauen, wie es aussieht, in die Weite schauen und einfach das ein bisschen geniessen, wie es dort vor
Ort ist. Auch ein bisschen wächst natürlich hier oben die Alpenrose, hat weniger, seit Geissen hier oben sind, oder? Aber natürlich, die Fauna ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Und was da so ein bisschen wächst an Sträuschen hinter den Steinen auf diesen Klippen, unglaublich. Und die kleinen Schneeflecken, schon imposant, würde mich mal interessieren, wo sind die Steine hergekommen? Wie ist das passiert? Warum ist der Schnee da? Und dann sind wir zum Obersäß gekommen, mal schiel, oben 1777 Meter. Ja, dann sind die Kühe uns gerade schon entgegengekommen. Ich hatte das Gefühl, also Entschuldigung, Rindli sind es natürlich, es hat noch Milchkühe hier oben, und die haben hier gewartet. Ich hatte das Gefühl, der Hirt, der Ivo, der Kuhn müsste bald einmal kommen. Ja, wir haben dann gewartet, und weil sie dann hier gekommen sind, haben wir gedacht, das wäre jetzt nicht mehr Zeit, noch mal schnell einen Blick zurück zu all vier. Jetzt sehen wir den krummen Stein auf der rechten Seite, und die Rindli, als ob sie eine Uhr eingebaut hätten, haben die dort gewartet. Dann sind wir mit der Drohne noch über das Obersäß drüber geflogen, eben glaube auf 1777 Meter. Der Alfier selber ist glaube 2345 Meter. Früher haben wir mal gelernt, 46. Vielleicht hat er einen Meter verloren, oder vielleicht haben wir etwas Falsches gelernt, oder ich habe es falsch im Kopf. Die Rundsicht ist natürlich immer wirklich sehr imposant. Der Weg übrigens wirklich sehr gut zum Alfier rauf, aber auch ein bisschen steinig, zum Teil auch ein bisschen lockere Steine. Nochmal ein Blick zum Obersäß, immer in Erwartung. Wo ist der Hirt? Da beim Obersäß hat es übrigens Stier gehabt. Also da haben wir uns nicht durchgetraut. Wir sind dann oben durchgelaufen, weil wir denken, der Stier könnte dann noch trügen. Der hat das Obersäß ein bisschen bewacht, jetzt wo der Ivo Kuhn nicht da war. Ja, haben wir gedacht, laufen wir nicht dem Stier dort noch über den Weg. Man weiss ja eigentlich nie, wie so ein Stier reagiert. Und dann auf einmal haben wir von weitem wegen Motorengeräusch gehört und denkt so, jetzt kommt der Ivo. Und in der Tat, der Ivo Kuhn, der Sohn der Pächter oder der Jungpächter, ist hier gekommen und ich habe mit ihm geredet. Ivo, es ist 3:30. Ich habe immer gemeint, du sitzt mit dem Hund hinten an, aber die können genau auf die Zeit, haben sie eine Uhr eingebaut, oder? Kälbli? Ja. Ja, ich weiss auch nicht. Oder hast du das Auto gehört? Nein, ja, gegen den Oben können sie selber oben runter, ist eine Art noch schön, ja. Sie wissen, dass es dann irgendwann mal Milch gibt, ja. Und am Morgen? Am Morgen gehen sie selber runter, oder wie? Ja, sie gehen selber, ja, ja. Was machst du zwischen dir? Zwischen dem Morgen und Abend? Ja, die Hauptaufgabe ist sicher zu den Rindern zu wählen. Und dann ja, ist noch ein bisschen Ohrkuppe kämpfen und ja, zäunen. Haufenhag. Eben, gell, ist ja ein riesiges Gebiet, oder? Ja, ich glaube etwa 360 Hektar. Unglaublich. Und jetzt ist es auch ziemlich nass, gell? Also drückt noch ist es sowieso. Ja, man könnte schönere Sommer vorstellen, ja. Und schlafst du denn oben da, jetzt am Obersäß? Ja, oder? Ja. Und dann am Morgen, wenn geht es auf? Ja, meistens so um 5, ja. Wahnsinnig, hä? Ja, ja. Und am Abend, bis du sie alle rein hast, geht auch eine Weile, hä? Ja, ich tue da nur die Kleinen in meinen Stall, die anderen bleiben draußen. Ja, dann bin ich mal gespannt, hä? Ich schaue dir mal zu. Jetzt musst du dir noch Wasser reinlaufen lassen. Ja. Ich habe von der oberen Brenne her muss ich am Leben laufen lassen, weil es hier keine Quelle hat. Und jetzt, wenn es so heiß ist, ja, braucht es oben und da. Und dann muss ich mal ein bisschen schauen. Und eine Wasserknappheit haben Sie nie? Nein, nein, da ist so, da gebietet nein. Schon Wasser. Ja. Und sie pumpen vorne nur. Genau, so. Also. Ja, weißt du, mein Schwager, das Kärntner, die haben immer Wasserknappheit auf der Alp. Das ist da nicht. Gell? Nein, das kennt man da nicht, nein. Jetzt pumpest du hier? Ja. Und dann saufen sie da mal zünden. Ja, 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 bin da mal, ja. Ja, dann ist alle Hände zu, morgen um 5 bis am Abend spät, hä? Ja, ja, also, je nachdem. Du bist in das Hirtenleben, Fernsehen oder inzwischen ein iPad oder lesen oder was? Ja, da oben ist es ein bisschen schlecht mit dem Empfang. Ja, man hat einfach ein Handy und ja, aha. Ja. Ist dann etwa ein bisschen am Laufen. Ja. Das sind Anhänger, gell? Sie knabbern wir von hinten. Sind Sie gemerkt, du hast den Schweiß, gell? Ich kenne noch etwas an. Ja, ja, das kann sein. Ja. Obwohl sie begeistert sind, gell? Ja, ja. Ja, und da die Chairs sind sowieso neugierig. Ja, die sind ja herzig, gell? Wie alt ja, sind die jetzt? Januar, Februar sind die meisten da ja. Geboren, ja. Ja, ja. Wie sind Sie auf dem Tag bevor gerade hergekommen? Mir? Ja. Ja. Die Alp war ausgeschrieben im St. Gallopo. Und da, dass der Onkel, der Sippe, ist... Bei den Geissen schon im Vorstand gsi. Ja. Und dann da haben wir die Alp schon ein bisschen gesehen und kennt und haben wir gesagt, ja, Mutter ist allem schuld gsi. Sie hat gesagt, ja, eigentlich sollte man sich ja bewerben, weil wir selber alle ja
über 100 Stück auswärts die Alp gehen, haben sie gesagt, ja, da könnte man ja auch selber oder ja mal bewerben. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir hergekommen sind. Ja. Ja, Käse tun wir auch. Es ist natürlich nicht mit denen, aber sonst. Nein. Gerne nicht. Nein. Ihr Käse. Alles Rindli. Ja, genau. Okay. Ich habe einfach noch meine vier eigenen Milchkühe hier als Hobby. Und die Milch könnten die kleinen Kälbchen über. Ja. Super. Und sonst sind einfach Rinder und Mutterkühe. Ja. Ja. Und die Mutter kommt dort mal vorbei, wenn sie schon schuld ist. Sie? Ja. Oder sonst läutet sie sicher an. Ja, ja, dann schauen wir. Aha. Ja. Ja, natürlich. Also, es füllt sich. Also Wasser ist eindeutig da, gell? Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen dreckig alles, aber ja, es wird gell? Dann schon super. Ja. Sind denn aber Rindli da? Wir haben fast alles. Wir haben von Jersey über Holstein. Ja, wie man sieht, da ist ein Red-Holstein. Willst du? Ah, das da, ja. Und der Link da ist ein Brandwiss. Aha. Und dann haben wir Originalbruni jetzt dort oben noch. Genau. Und ja, die Schwarzen sind Holstein und dann hat es noch Jersey. Die aber zum Teil Roten. Muss man sich da so kleine Kagen und die grösseren. Die sind alle gleich alt da. Ja, ziemlich. Ich sage zwischen den Oktober und Februar sind alle geboren. Ja. Wie viele Rassen hast du denn da oben? Oh. 7, 8? Ja, selbst sicher. Selbst mindestens. Und dann ist losgegangen. Der Trag mit Wasser füllen, eben die Rinder hier verpflegen, wirklich ein Tagesjob allein in freier Natur. Da muss man auch irgendwie können, sich mit den Rindern und sich selber zu beschäftigen, gibt also wirklich immer etwas zu tun. Was hier oben sicher gut ist, das ist die Wassersituation. Ja, hier oben, sehen Sie nochmal die Rindli, wie es wartet. Eben, die kleinsten holt ihr draussen, holt sie dann eben in den Stall. Bezüglich Wassersituation, da sehen Sie nochmal, also das Wasser, das plätschert wirklich in vollen Zügen. Es ist zugleich auch eigentlich das Quellwassergebiet eben von Buchs, von der Region. Und das ist ja gut so, wenn es da plätschert. Dieses Jahr hat es vielleicht fast ein bisschen zu viel plätschert. Das merkt man auch beim Untergrund, der zum Teil ein bisschen matschig ist. Aber doch schön, wenn man das Wässerli sieht. Man weiss, dass man genug Wasser hat. Wie gesagt, ich kenne es auch, wenn es eben zu wenig Wasser hat. Schön, das so ein bisschen anzuschauen, wie das da abplätschert. Wirklich, das ist etwas vom Wichtigste, ein sauberes, ein gutes Wasser, das hier bei uns eben ins Tal runterfließt. Ja, da hinten noch Geissen, 250 habe ich mal gelernt, sie jetzt oben, die stehen jetzt an zum Melken. Die Melkstände habe ich euch ja schon mal gezeigt, das ist wirklich interessant. Und die Geissen, ja, nachher geht es ins Obenquartier und dann am nächsten Tag wieder rauf. Sicher 400-500 Meter rauf zum Zwingler, richtig Krummenstein unter dem Krummenstein. Jeden Tag wieder aufs Neue.